Hallo und willkommen zurück zu Minecraft, liebe Freunde. Und zwar als allererstes, Doc Shade hat geschrieben, er möchte auch an die Wand geschrieben werden. Das ist kein Problem. Wenn wir Schilder hätten, das werden wir als allererstes mal tun, bevor ich das nämlich vergesse. Das tue ich nämlich gerne. So, nein, ein Schild reicht uns. Oh, das hat aber gerade ein bisschen gehakt. So, bevor ich es vergesse, das Buch hier auch wieder rein. Und dann gehen wir mal zur Wand und oben links ist ja auch noch ein Platz frei. Aber wie gesagt, die ganze Wand hier steht zur Verfügung, wenn ihr euren Namen hier drauf haben möchtet. As Doc Shade. So, ich habe das S mal auch groß geschrieben. Und fertig. So, jetzt bist du auch auf der Wand verewigt. Und ja, das war's auch schon dazu. So, Lamino hat mir geschrieben, er hat am Castle weitergebaut. Und das gucken wir uns jetzt mal vom Weiten an. Und das ist der Wahnsinn. Hammer. Ja, das sieht ja mal cool aus. Genau das habe ich gemeint, Freunde. Das habe ich gebraucht. Mal ein bisschen Kreativität in das Castle reingebracht. Und das ist wirklich nicht schlecht. Das sieht schon richtig cool aus. Also das ist ja schon auch ziemlich groß, gigantisch. Das werden wir uns jetzt auch mal von oben angucken. Also wir werden mal reingehen. Dann können wir nämlich gleichzeitig... Es hat auch einer geschrieben, er würde gerne meine Wohnung sehen. Zuerst habe ich gedacht, er meint meine echte Wohnung, aber dem war gar nicht so. Er hat danach nochmal geschrieben, er meint hier die Minecraft-Behausung wahrscheinlich. Und ja, Passi 4711 ist gerade online gekommen. Wie ihr seht, hier ist immer was los. Und so, okay, dann schreibe ich ihm mal kurz zurück. Hi. Bist gerade live auf YouTube. Quasi. So, also wir fangen unten an. Hier unten habe ich den Keller des Castle. Hier ist noch nicht viel. Hier geht es in die Mine rein. Und hier soll ja auch noch alles ausgebaut werden. Später vielleicht mit einer Bahn, die von hier auch runterfährt. Lamino hat von seinem Haus aus ja auch schon eine Bahn. Okay, Passi hat mich gerade anscheinend falsch verstanden. Nein, ich nehme gerade auf. Okay, gut, hier unten die erste Etage, quasi das Erdgeschoss, gleichzeitig das Lager, was ich eventuell dann ja auch hier unten mal in dem Keller erweitern möchte, in dem zweiten Raum, den ich da unten angefangen habe. Denn so langsam werden die Kisten ja hier voll, Erde, Kies. Passi, also hallo liebe Zuschauer. Ja, das ist sehr nett von dir. Da freuen sich die anderen auf jeden Fall. Zum Beispiel hier ist ja auch alles voll, deswegen muss ich unten auf jeden Fall noch ein Lager bauen. Hier habe ich meine kleine Werkbank, den Ofen. Eine kleine Geheimtür, so geheim ist sie ja nicht, aber von außen nicht direkt ersichtlich. So, die erste Etage, hier gibt es nicht sehr viel, bis auf mein Bettchen. Hier lege ich mich immer zur Ruhe, wenn es Nacht wird und ich Angst kriege vor den dunklen Monstern. Ja, Geschenke, falls die Leute, die auf dem Server hier mitbauen, Geschenke für mich haben, die können die hier abgeben, einfach hier in die Truhe schmeißen. Und ja, darüber freue ich mich immer. So, machen wir hier mal zu. Dann haben wir hier einmal eine Leiter nach oben. Und hier ist eine Falltür. Falls man mal ganz schnell abhauen muss vor irgendwelchen Monstern, dann kommt man hier wieder nach draußen. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Wir nehmen die normale Treppe, nicht die Leiter. Zweite Etage. Ja, ein Raum und ein kleiner Balkon mit Aussicht auf die Pferdekoppel.
da hinten Aussicht auf das Haus vom kurzen Agenten. Da hinten baut Lamino. Nicht Limo, sondern Lamino. Ja, und wie ihr seht, innen drin ist es noch nicht wirklich ausgebaut. Also hier fehlen noch Bilder. Hier könnte man noch, weiß ich nicht, einen Kamin hinbauen oder egal was. Ja, hier habe ich ein Gefängnis, ein kleines. Hier sollte eigentlich, habe ich mir gedacht, dass, wenn man Glück hat, eventuell ja mal ein Zombie oder ein Skelett darin spawnt. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Kurzer Agent hat mir geschrieben, dass er einmal hier ein Zombie oder war es ein Skelett, ich weiß es gar nicht mehr, hier drin gesehen hat. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr drin. Ich habe es auch nicht gesehen, leider. Schade. Ja, hier ist der Turm. Also einer der Türme. Hier können wir jetzt die Leiter hoch. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt einfach die Treppe. Hier ein schiefes Fenster. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Jetzt kommt gleich auch der Moment, wo Lamino weitergebaut hat. Das, was ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob Lamino das alleine war oder ihm noch jemand geholfen hat. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier so ein kleiner Aussichtspunkt nochmal. Und wie gesagt, hier drin ist noch nichts ausgebaut. Das muss noch alles, das kommt alles noch. Was ist das denn hier? So, das gehört aber hier nicht hin. Ja, hier ist auch nochmal ein Turm. Einfach nur das Innenleben. Und hier müssen wir uns noch sinnvolle, schöne Sachen ausdenken. Ja, und jetzt gehen wir hoch. Und ich bin schon gespannt. Ja, genau hier. Der Turm, wo wir gerade drin waren. Die hässliche Spitze, die muss auf jeden Fall, glaube ich, wieder weg. Das sieht nicht aus, das sieht nicht aus. Ich habe gedacht, das würde gut aussehen, als ich die Idee dazu hatte. Als ich gebaut habe, dachte ich immer noch, das würde gut aussehen. Und als ich es jetzt danach irgendwann mal gesehen habe, habe ich gesagt, ne, das geht gar nicht. Genauso wie hier diese Holzbalken, die ich an diesem Turm gemacht habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber das sieht schrecklich aus. Ja, gucken wir uns mal den neuen Bau hier an. Das sieht schon ganz schön cool aus. Das wird im Dunkeln bestimmt auch gut aussehen. Hier ist nämlich Glowstone verbaut. Dann einmal Wolle. Und ringsherum fast auf allen Seiten, auf drei Seiten noch Fenster. Ja, hier drin kann man kann ja auch gut hier hochklettern. Und ich bin gespannt, wie das hier enden wird, was hier noch alles passiert. Da lasse ich mich überraschen. Da lasse ich dann auch den Erbauern dieses Abschnittes hier ihren freien Willen quasi. Ich werde nichts vordiktieren. Ich habe ihn ja angedroht. Wenn es mir nicht gefällt, reiße ich es einfach wieder ab. Nein, aber das werde ich, denke ich mal, nicht machen. Denn das sieht schon cool aus. So, was ich ja eigentlich machen wollte. So, jetzt habe ich ja mal das ganze Haus gezeigt. Ich hoffe, das war zufriedenstellend. Und wir werden uns jetzt mal, Holz habe ich genug, okay, weiter, also ich werde jetzt mal hier weiter, glaube ich, an dem Haus bauen. Also an dem Haus da, seht ihr das? Genau, es ist nämlich noch kein Star. Ich wollte das, in der letzten Folge habe ich angefangen. Hier die Erde wegplaniert. Hat mir einen Bagger geliehen und alles weggeschaufelt. So, das muss auch weg. Oh! Oh Mann, diese dämlichen Creeper. Der hat sich nicht wirklich angekündigt, also er hat direkt durchgezündet. Ganz schön blöd. Na gut, okay, dann hast du es so gewollt. Ich mache es einfach wieder zu. Wenn du dich hier opfern möchtest. Er hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass ich eine fette Diamantenrüstung habe. Haha. Ja, dann lassen wir das einfach so, ne? Oder? Mache ich das zu? Ne, ich glaube, ich mache es zu. So. Jetzt ist hier blödes Wasser am Fließen. Am Fließen. Ja, das ist die korrekte Aussprache. Upp. Ich wollte doch nicht nass werden. Ja, so, jetzt haben wir das wieder repariert. Sehr gut. Und jetzt kann ich endlich anfangen zu bauen. Wir machen erstmal den Boden.
Okay, es sieht so aus, als wenn hier niemand jetzt in der Nähe wäre gerade. Hier ist ja auch eigentlich alles gut ausgeleuchtet. Bis auf, von da könnten die alle kommen. So, jetzt mache ich erstmal die Grundplatte. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das Haus aussehen wird. So ein klitzekleine Vorstellungen habe ich. Habe ich gerade was gehört? Nein. Okay, wir fangen einfach. Ich baue einfach. Das hier wird die Bodenplatte. Die geht bis hier hin. Dafür brauchen wir ja schon eine Menge Holz. Ne? Gut, dass wir so viel Holz vor den Hütten haben. Mohaha. Ja. Sehr entspannt beim Bauen. Das Getrommel im Hintergrund. Wirklich. Da kann ich im Takt. Intakt die Holzplatten legen. Damit der Boden auch gleichmäßig aussieht. Ach, siehst du, das war es schon. 64 Stück. Okay, was mache ich hier? Ich baue das mal so ein bisschen in den Berg hier rein. So. Wow. Ich höre doch was. Ich höre was, oder? Doch nicht. Da hinten ist Passi. Ah, Mist, ich habe ja gar keinen Optifine drauf. Das muss ich auch noch erledigen. Sonst hätte ich ihn jetzt rangezoomt. Aber er ist da hinten, er beobachtet uns. Oh, er kommt. Mist, er hat mich gesehen. Ich tue so. Ich habe dich nicht gesehen. Nein, war natürlich nur Spaß. Ich seh dich. Du kannst auch gerne zugucken, mich besuchen. Ich mache ja einfach eine Bodenplatte. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade mit ihm rede. Holz, brauche ich Holz. Klar, gerne. Das ist sehr nett. Sehr nett von dir. Super. Ja, wenn ihr mitbauen wollt, dann meldet euch. Es hat sich auch jemand gemeldet. Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie es möchte. Jetzt habe ich schon verraten, dass es eine sie ist. Ich habe es noch nicht geschafft, mich bei ihr zu melden. Es tut mir leid. Ich hoffe, falls du... welche Art? Alles. Ich brauche alles an Holz. Oh, ein Zombie kommt uns besuchen. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, mich zu melden. Ich hoffe, falls du diese Folge siehst und mich nicht schon deabonniert hast, dann ich werde mich auf jeden Fall noch melden, okay? Geh einfach ganz oft bei Skype online, bitte. Und ich werde es versuchen. Ich habe leider keine Zeit gehabt. War ein bisschen stressy und dann habe ich Skype nicht sehr oft angehabt. Ich werde es noch nachholen. Ich werde mich bei mir... Okay, nochmal von vorne. Ich werde mich bei dem... Ist das lustig, wenn man einen Sprachfehler hat? Nein, Quatsch, das ist natürlich nicht lustig. War ein Scherz. Ich habe keinen Sprachfehler und es ist auch nicht lustig, wenn man einen hat. Puh. So, ich werde mich melden bei dir. Okay, bitte. Verzeih mir das. Und dann darfst du hier auch mitmachen. Dann kannst du hier mitbauen. Ja, wie wird das Haus aussehen? Ich glaube, ich mache hier nochmal so. Das soll ein bisschen größer werden. Auch, also nicht zu klein. Nicht zu klein, aber trotzdem fein. Bei dieser fröhlichen Musik kann ja nur ein fröhliches Häuschen draus werden. Okay. Ich brauche flache Bodenplatten, die ich dann hier als Vorterrasse machen werde. Ich habe natürlich jetzt gerade kein... Ach, warum renne ich eigentlich jetzt rum? Ich baue mir einfach mal kurz hier hin. So, damit. Eine Werkbank. Die stellen wir uns hier auf die Ecke. So, ich brauche flaches Holz. Flache Platten. Nein, das ist eine Falltür. Genau. Fichtenholzstufe. Genau, wir brauchen ganz viele Stufen. Oh. Wie von Zauberhand habe ich gerade mehr Holz bekommen. Ich glaube, Passi ist in der Nähe. Ja, super, cool. Vielen Dank.
So, dann schreiben wir mal Danke. Vielen Dank, du bist mein Superheld. Und Vorsicht, hinter dir ist ein Skelett, mach ihn kaputt. Ja, hau ihn. Los, Passi, hau ihn, mach ihn kaputt. Ja, du schaffst es. Ich habe vollstes Vertrauen. Ja, da hinten ist noch eins. Oh, oh, soll ich dir helfen? Ich helfe dir mal, ich helfe dir. Ich bin ein guter Schütze. Zu zweit machen wir das. Sehr gut, gutes Team. Das war ein super Übergang mit dem Lied, das hat perfekt gepasst. Superheld, Passi ist in dieser Folge mein Superheld, er hat mich gerettet. Vorsicht, Passi, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich hab's doch gesagt, ich hab's dir doch gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Okay, ich helfe dir noch und dann machen wir Schluss für diese Folge. Vielen Dank, Passi. Aber du hast Glück, da ich direkt danach die nächste aufnehmen werde, bist du natürlich gleich auch noch mit dabei. Und für euch ist aber jetzt erstmal Ende. Wir sehen uns am nächsten Tag mit einer neuen Folge Minecraft. Vielen Dank fürs Zusehen.